Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein persönlicher Potenzialmaximierer. Und in diesem Video geht es heute darum, warum Kleinigkeiten einen massiven Einfluss auf unsere Lebensergebnisse haben. Kleinigkeiten haben einen massiven Einfluss auf unsere täglichen Ergebnisse und auch auf unsere Lebensergebnisse. Es sind diese Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Lass uns dazu einfach mal in den Bereich des Sports gucken. Vor allen Dingen in die Bereiche, in denen es um Zeiten geht. In der Formel 1, im Skifahren, beim Rodeln, beim Bobfahren, diese Speed-Disziplinen. Und du hast es sicherlich auch schon erlebt in der Vergangenheit, dass manchmal Tausendstel von Sekunden unterschieden haben, ob jemand Platz 1, 2 oder auf Platz 3 landet. Tausendstel von Sekunden. Nicht mal so ein Wimpernschlag. Für uns gar nicht zu erfassen. Und doch macht diese ganz klitzekleine Zeitspanne diesen riesen Unterschied dann aus, was das Ergebnis betrifft. Und irgendwie auf dem Weg zu dieser Zeit war eine Kleinigkeit, die diese Zeit letztendlich dann am Ende beeinflusst hat. Oder gehe auch in den Bereich des Fußballs, Volkssport Nummer 1 bei uns. Es sind meistens, wenn sich gleich starke Mannschaften gegenüberstehen, Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden. Eine Standardsituation, einen Moment unaufmerksam und schon landet der Ball zum entscheidenden Treffer im Tor. Und es sind die Kleinigkeiten, auch in unserem eigenen Leben, die wir wieder viel, viel stärker in den Fokus nehmen dürfen. Und was sind für mich solche Kleinigkeiten? Es fängt für mich an mit einem Bitte, mit einem Danke, mit einem guten Morgen, mit einem Grüß Gott, mit einem guten Abend. Weißt du, was mir immer wieder auffällt? Wie viele Menschen diese einfachen, normalen Begrüßungsworte nicht mehr drauf haben. Das scheinbar Normale wird für die meisten von uns unnormal. Und es sind diese Kleinigkeiten, die aber in dem Moment dann Sympathie aufbauen. Es sind diese Kleinigkeiten, die eine Gesprächsatmosphäre total positiv beeinflussen oder eben, wenn wir sie nicht bringen, auch negativ beeinflussen können. Es ist eine Kleinigkeit in unseren Gedanken, ob wir sagen, wir müssen das tun oder wir wollen und wir dürfen das tun. Ein kleiner Gedanke hat aber massive Auswirkungen auf das, wie wir uns fühlen, und wie wir dann jeden Tag die Dinge angehen. Und es ist auch ein kleiner Gedanke, ob wir sagen, ich warte mal ab, was die anderen machen, oder ich übernehme Selbstverantwortung und komme jetzt aktiv ins Handeln. Die Grundlage für solch eine Ausrichtung in die eine oder auch in die andere Richtung ist ein kleiner Gedanke. Ist eine Kleinigkeit in unserem Denken, die aber dann massive Auswirkungen auf unser Verhalten und auf unsere Ergebnisse hat. Und deswegen lade ich dich ein, achte zukünftig stärker wieder jeden Tag auf deine vermeintlichen Kleinigkeiten. Ob das bei Gesprächen mit anderen Menschen ist, ob das in deinen Handlungen ist, ob das in deiner persönlichen Ausrichtung ist. Es sind diese Kleinigkeiten, die sich wie an einer Perlenschnur aufgereiht dann zeigen, und am Ende den ganz großen Unterschied ausmachen. Schreibe mir gerne unter dem Video in den Kommentare, auf welche Kleinigkeiten du zukünftig stärker wieder bewusst achten willst und welche Kleinigkeiten für dich auch noch einen wesentlichen Unterschied im Leben ausmachen. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und natürlich, wenn du zukünftig auch meinen YouTube-Kanal abonnierst, denn dann bekommst du jede Woche ein neues Video für deine Potenzialmaximierung. Dafür sage ich auch jetzt schon herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, dass du auf Kleinigkeiten zukünftig wieder bewusster achten kannst und du dadurch deinen persönlichen Erfolg auf ein neues Level heben kannst. Und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.